Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Und wir müssen ja noch dieses komische Idol finden. Echt jetzt? Nein, ich sag dazu nichts. Ich bin schockiert. Ich hab das Idol, wir können gehen. Gut gemacht, Hoshi. Los, weiter. Ey, ich dachte... Sorry, ich muss mir gerade zu trinken mal drauf machen. So. Ich habe ernsthaft gedacht, das Scheiß-Idol zu finden... Hier. Das Scheiß-Idol zu finden wird... Keine Ahnung, was für eine Aufgabe. Und da lag das einfach. Boah. Bleib. Ja, ich wollte dich gar nicht anlabern, aber. Kabuki, Leute. Sie sind nah. Dein Körper war schwach. Ich frage mich, wo der sein Speer hinsteckt. Du perverse Sau, du. Häufiges Safen. Wir bleiben zusammen. Wo läuft der lang? Den Weg bin ich letztes Mal nicht gelaufen. Der Weg macht... Hier müssen wir vorsichtig sein. Du darfst nicht zu nah an den Tempel der Erde herangehen. Sonst werden wir angegriffen. Sind dort nicht die Krieger aus deinem Lager? Chi, das ist richtig. Die Tonka haben den Befehl, auf alle zu schießen, die ihnen zu nahe kommen. Chakabakir und Crow dürfen nicht gestört werden. Klingt ja nicht gerade sehr gastfreundlich. Nein, aber wir dürfen nicht riskieren, dass der Zorn der Götter uns ereilt. Der Zorn der Götter? Frage Chani, wenn du mehr wissen willst. Gehen wir lieber weiter. Venturo hat ein Zeichen hinterlassen. Wenn ich ihn finden will, sollte ich nach weiteren Zeichen suchen. Dieses Zeichen hier weist nach Nordwesten. Venturo ist also nicht in den großen Tempel gegangen. Okay, interessant. So, der braucht mir gerade zu lange. So, prügel ich mal ein bisschen mit. So. Und ich muss noch in den scheiß Tempel rein. Das ist ja das Geile. Kabuki, Sie sind nah. Hey, hör auf. So, wo läufst du lang? Ah, okay, das sind die ganzen Zeichen, wo die langen sind. Ja. Interessant. So. Wo bringst du mich jetzt lang? Da müsste ich irgendwie hoch, okay. Ach, das kann ich gar nicht aufheben, das muss ich nicht. Au, gehen wir. Bei den Zeichen muss ich ein anderes Mal folgen, ey. Jetzt muss ich ja erstmal mit Tahana wieder zum Lager. Da steht ja jemand. Warte mal. Wer ist das? Ah, Venturo. Hey, bist du mir gefolgt? Du gehörst doch nicht zu Crow, oder? Sebastiano schickt mich. Er wartet auf deinen Bericht. Und deshalb schickt er dich? Ich wäre schon früh genug gekommen. Wieso bist du nicht beim großen Tempel? Weil ich dort nichts herausfinden kann.
Zu viele Wachen. Ich bin zwei von Crows Halsabschneidern bis hierher zum Molukkendorf gefolgt. Leider kann ich nicht näher ran. Aber ich bin mir sicher, dort können wir noch eine Menge erfahren. Kann ich dir helfen? Wenn du schon so fragst. Ja. Schieß los. Was kann ich für dich tun? Also, die Piraten arbeiten noch mit den Wilden zusammen, oder? Ja, sieht so aus. Du siehst aus wie ein Pirat. Du willst also, dass ich ins Dorf gehe? Warum nicht? Mich erkennen selbst die Wilden. Du siehst aber aus wie jemand von Crow. Ich war schon im Dorf. Umso besser. Dann wird's dir ja nicht schwerfallen, dich dort umzuhören. Und was soll ich im Dorf? Wir müssen wissen, wie viele Molukkenkrieger Crow begleitet haben. Wie soll ich das rausfinden? Das ist mir herzlich egal. Aber an deiner Stelle würde ich einfach irgendjemanden fragen. Okay, ich mach's. Gut, dann werde ich hier warten. Viel Glück! Okay. Das heißt, ach, da vorne ist das Dorf der Molukken schon. Ah, sehr gut, dann bin ich ja gar nicht so Komm weit von mir. Denen entfernt. Gut, jetzt muss ich... Boah, jetzt muss ich auch noch Spitzel spielen, ey. Supergeil. Vor allem, wenn ich das so gut kann. Ich danke dir, Gucho. Die Shaganumbi werden von deiner Tat erfahren. Ey, voll cool. Jetzt muss ich einmal zu Chani. Wo ist Chani? Du bringst Tahana zurück zu uns ins Dorf? Warum? Du meinst, warum ich euch helfe? Ono, warum schaffst du Dinge? Oh. Ich bin eben gut. Keiner ist so gut, ganz allein einen Mann gegen den Willen der Blauröcke aus ihrem Gefängnis zu befreien. Ich hab's doch gerade eben gemacht. Ono, ich traue dir nicht, Gucho. Ist nicht zu überhören. Ich komme schon dahinter, was du im Schilde führst. Nein, tust du nicht. Ich mag den Typen nicht. Ma. Oh. Chani. Die Tufas der Shaganumbi sind aufmerksam. Sie berichten, du gehst im Lager der Guchos ein und aus. Sei vorsichtig, Gucho. Wenn du den Donnerstock trägst, bist du nicht mehr willkommen. Merk dir das. Ich habe Tahana befreit. Na, was sagst du jetzt? Tawonga, Pirat. Du hast wahr gesprochen und Taten gezeigt. Darum höre, was ich sage. Die Shaganumbi fürchten sich vor der Macht der Tivas. Bakir und die Tonkas folgen Craw aus Angst vor dem Gayo Tiva. Ich hab keine Angst. Das weiß ich, Pirat. Aber du kannst dich nicht alleine gegen die Piraten stellen. Das schaffst selbst du nicht. Dann hilf mir, gegen Crow zu kämpfen. Das werde ich, aber wir stürmen nicht los wie die Keiler. Ich habe einen Plan. Was ist das für ein Plan? Das will ich dir sagen. Doch zuvor verlange ich, dass du mir dein Wort gibst. Nur wenn ich dir vertrauen kann, gehen wir den Weg gemeinsam. Was genau bedeutet für dich, ich gebe dir mein Wort? Ich führe dich in die Geheimnisse des Voodoo und gehe mit dir zum Tempel der Erde, aber... Es gibt immer einen Haken. Aber du gehst nicht zurück zu den Guchos mit ihren Donnerstöcken. Der Weg der Blauröcke ist nicht der Weg der Shaganumbi. Okay, ich muss jetzt echt sagen, das ist... Die Geheimnisse des Voodoo werden schon irgendwie cool. Das scheint ja wirklich machtvoll zu sein. Boah, weißt du was? Ich weiß nicht. Doch, ich glaube, ich mach das. Alles klar, ich gebe dir mein Wort. Wir kämpfen gemeinsam gegen Crow. Dann will ich dir vertrauen. Und alles mit einem Wort. Viel einfacher als ein Blutschwur. Kommen wir mal zurück zu deinem Plan. Mein Plan ist Voodoo. Machtvolles Voodoo wird uns helfen, Craw aufzuhalten. Klingt gut. Bringst du es mir bei?
Hör mir zu. Die Macht des Voodoo ist ein Geschenk der Ahnen. Doch nur der Chaka und die Kiki werden in die Geheimnisse des Voodoo eingeweiht. So will es das Gesetz der Shaganumbi. Gesetze kann man brechen. Du gabst mir dein Wort und ich vertraue dir. Doch ohne die Weisheit, den Rat und den Segen der Ahnen werde ich nicht das Gesetz der Shaganumbi brechen. Wie kriegen wir den Segen der Ahnen? Du wirst den Ahnen Yisakil rufen. Was muss ich tun, damit der Ahne erscheint? Tanzen? Du brauchst sein Idol. Ich schickte Tahana, es zu verstecken, damit es nicht den Piraten in die Hände fällt. Was genau machen wir mit dem Idol? Wir bringen es in den Tempel der Ahnen. Wohin auch sonst? Die Ahnen selbst waren es, die ihn errichtet haben. Dort wird Yisakil erscheinen. Wer ist Yisakil? Er ist der Beschützer der Shaganumbi. Er leitet uns mit seinem Rat und schenkt uns sein Wissen. Er ist es, der uns lehrt, die Geheimnisse des Voodoo zu nutzen. Ich habe das Idol der Ahnen. Gut. Damit werden wir den Ahnen rufen. Die Wache wird mich nicht reinlassen. Samir ist der Wächter der Ahnen. Seine Stärke erlangt er durch sie. Besiegst du ihn, Hike Umbara, darfst du hinein und wir werden den Zorn der Götter abwenden. Was muss ich über den Kerl wissen? Er wird dich prüfen und die Ahnen werden dein Wort hören. Sprichst du wahr, sind sie dir gewogen und du kannst ihn besiegen. Und wenn sie mir nicht gewogen sind? Wir sehen uns im Tempel. Hey, Chani, was passiert, wenn... Ach, was soll's. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Irgendwie, also, naja. Gut, ich, ja, Ja, okay. Ich gehe jetzt einfach mal in den Tempel der Ahnen. Ich bin mal gespannt. Mann, hast du ein geilen, gebärfreudiges Becken. Und dann wackelt die auch noch so damit. Alter, was ist mit dir? Perle. Hammerhart. Was machst du, Capo? Hör zu, ich werde hineingehen und du wirst mich nicht aufhalten. Sheku Kucho, es gibt für dich keinen Grund, hier zu sein. Was willst du? Ich rufe einen der Ahnen. Pah, und wie willst du das anstellen, Kucho? Ich dachte mir, ich benutze das Idol. Ich erkenne keine Lüge in deinen Worten. Der einzige Weg für dich führt an mir vorbei. Dann geh aus dem Weg. Das werde ich. Wenn du mich besiegst. Doch zuvor will ich wissen, ob du würdig bist. Höre, die Ahnen geben mir die Macht, die Wahrheit zu erkennen. Und die Stärke, jeden, der nicht wahr spricht, zu besiegen. Sag mir, welchen der Ahnen willst du rufen? Yisakil. Yisakil. Sag mir, wer bist du? Ich bin Spion der Inquisition. Sag mir, wer ist dein Chaka? Kommandant Carlos. Deine Worte sind wahr. Doch nur wenn du mich besiegst, bist du würdig, den Tempel der Ahnen zu betreten. Nun, verteidige dich. Okay. Ja! Eieiei, chill. Chill mal die Lage, Alter. Wow, chill. Chill. Junge,
Was ist mit dir? Hör mal auf mit dem Scheiß. Alter. Was ist mit dir? Du bist ein Arschloch. Checo? Du hast hier nichts zu suchen. Lass mich doch... Warte mal, erstmal hier benutzbares. Hab ja noch rum. Ich bin würdig. Obwohl ich gerade gegen den verkackt hab. Läuft. Oh no. Oh no. Na gut, dann gehe ich rein. Alter. Und jetzt? Ich habe Samir besiegt. Du bist nun würdig, hier zu sein. Ein gutes Zeichen. Es wird Zeit, sich den Ahnen anzuvertrauen. Gut. Dann werde ich mal mit dem Ahnen sprechen. Nimm das Idol und setze es ein. Sei vorsichtig. Niemand weiß, wie die Ahnen reagieren, wenn man sie ruft. Okay. Cool, ja, einfach mal alles nehmen. Obwohl die dabei steht, läuft. Wir reden später weiter. Okay. Dann reden wir. Ich bin zurück. Wer wagt es, den gerechten Frieden der Ahnen zu stören? Ich bin... Du... Du hast mich gerufen. Du bist kein Chaka, du bist kein Chaganumbi. Ich bin mit Chani hier. Sonst hättest du es auch niemals geschafft, mich zu rufen. Die Weisheit der Ahnen ist unermesslich. Da du mich gerufen hast, darfst du daran teilhaben. Also, was willst du von mir? Ich... Moment. Ich gewähre dir 3 Antworten, nicht mehr und nicht weniger. Aber sei gewarnt. Meine Antworten sind vielleicht nicht das, was du erwartest. Bin mal, gespannt. Ich will Voodoo lernen und brauche deinen Segen. Warum sollte ich dich segnen? Ich muss Crow aufhalten. Damals wie heute. Es hat sich nichts geändert. Ein Sterblicher will einen anderen töten. Crow beschwört den Zorn der Götter. Er trägt den Speer der Titanen, den Shihoku Tiva. Du wirst ihn töten. Dann such dir ein paar kräftige Männer und greif ihn an. Dafür brauchst du nicht meinen Segen. Ich habe Chani mein Wort gegeben. Ich kann nicht mehr zurück. Nicht zurück, aber einen anderen Weg musst du finden. Das reicht jetzt. Du durftest mit mir sprechen. Jetzt ist es vorbei. Warte, ich bin noch nicht fertig. Nein, du hattest eine Chance. Ich muss nun zurück. Hey, hör mich an! Die Titanenlords sind dabei, die ganze Menschheit zu vernichten. Mara führt da draußen einen Krieg und du spielst deine Spielchen mit mir. Was hast du gesagt? Ich sagte, du spielst nur mit mir. Nein, nicht das. Sagtest du gerade Mara? Ja, sie befiehlt die Kreaturen des Meeres. Mara. Damals hat sie uns in die Dunkelheit getrieben. Viel zu lang waren wir ihre Sklaven. Immer noch leiden die Chaka. Höre. Du wirst dich hier stellen, ja? Dann geh. Geh mit Chani. Kämpfe gegen Mara und alle, die ihr folgen. Dann gibst du mir deinen Segen? Chi. Und jetzt geh und lerne Voodoo. Yisakil gab dir seinen Segen. Ja. Also, was ist dein Plan? Mein Vater Bakir handelt aus Angst. Sie umklammert seinen Geist. Worte bringen ihn nicht zurück auf den Weg der Chaganumbi. Ein paar Schläge auf den Hinterkopf könnten helfen. Das ist der Weg der Piraten. Unser Weg ist Voodoo.
Dann bring es mir bei. Ich bin bereit. Eins der Geheimnisse ist Kontrolle. Kontrolle über den Geist. Klingt unangenehm. Wenn mein Vater nicht allein das Richtige tut, werde ich es für ihn tun. Seinen Geist kontrollieren. Ihn übernehmen und durch ihn sprechen. Das ist die Macht der Voodoo-Kontrolle. Warum übernimmst du dann nicht Crow? Der Shihoku Tiwa schützt seinen Geist. Nein, ich kann ihn nicht kontrollieren. Der Weg führt nur über meinen Vater Bakir. Was ist mit mir? Wozu soll ich Voodoo lernen? Wir brauchen auch etwas von Bakir selbst. Etwas von seinem Körper. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwas rum. Ono Pirat, du musst zu ihm gehen und ein Haar von ihm bringen. Wenn ich da hingehe, wird das ein blutiges Gemetzel. Deshalb werde ich dich lehren, einen der ihren zu übernehmen. Als einer von ihnen kannst du dort sein, ohne Blut zu vergießen. Bring mir Voodoo bei. Das erste Geheimnis des Voodoo ist die Erschaffung. Jeder Zauber beruht auf den richtigen Zutaten. Tränke, Zepter, Puppen. Jeder Zauber erfordert sein eigenes Hazaka. Werkzeug? Chi. Werkzeug. Um einen Geist zu kontrollieren, brauchst du die richtige Puppe. Sie ist ein Zeichen für den Körper. Ich zeige dir, wie du eine solche Puppe erschaffst. Wie funktioniert Kontrolle? Du musst dein Ziel sehen, die Puppe heben und den Zauber wirken. Dein Geist wird deinen Körper verlassen und dein Ziel übernehmen. Wenn du den Geist beherrschst, kannst du durch seine Stimme sprechen. Auch kannst du die Schritte des Körpers lenken, aber ihn niemals zwingen, eine Waffe zu erheben. Wen soll ich übernehmen? Jim. Er bringt die Lieferung zu Crow. Es wird niemanden verwundern, wenn er zum Tempel kommt. Teil der Lieferung ist ein Idol. Mit diesem Idol wirst du zu Bakir kommen. Sorge dafür, dass die Lieferung vollständig ist, bevor du Jim übernimmst. Wie erschaffe ich eine Voodoo-Puppe? Ich werde dich lehren, sobald du das Haar von Jim hast und die Lieferung fertig ist. Okay. Das heißt, ich werde doch zu einem Voodoo-Pirat. Cool. Ach, warte mal. Wahrscheinlich sind das die beiden anderen Gräber, sag ich einfach mal. Oh, cool. So, das heißt, ich muss jetzt... Wie kriege ich das Haar? Muss ich Jim jetzt umprügeln oder was? Oh Mann, ey. Ich brauche ein Haar von dir. Was? Wofür? Wenn du mir ein Haar gibst, baut dir Kapur damit ein Amulett. Was für ein Amulett? Ein stärkendes Amulett. Was genau soll es machen? Es macht dich... stark wie einen Gorilla. Nö. Reden wir nochmal über das Amulett. Was für ein Amulett? Ein stärkendes Amulett. Was genau soll es machen? Es macht dich... gefährlich wie einen Jaguar. Nö. Reden... Es macht dich... zäh wie einen Alligator. Mein Gott, was ist mit dir? Ein schützendes Am... Wovor soll es mich... vor bösem Voodoo. Obwohl, oh, klingt gar nicht schlecht. Warte mal, ich hab da einen verfilzten Knoten. Der muss eh runter. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Was hast du davon? Ich meine, warum willst du mir unbedingt ein Amulett andrehen? Ich will zu Captain Crow. Verstehe. Du willst bei uns mitmachen. Also, meine Stimme hast du. Pass auf. Wenn ich das nächste Mal zum Captain gehe, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Oh, toll. Danke. A
aber erst besorgst du mir das Amulett. So, das heißt, ich kann jetzt wieder zu Chani gehen. Coole Sache. Hier ist der Haarknoten von Jim. Sehr gut. Das wird reichen. Wie erschaffe ich eine Voodoo-Puppe? Die Puppen erschaffen die Kiki. Verschwende deine Zeit nicht mit Handarbeit. Doch eine solche Puppe ist noch nicht bereit für Voodoo. Benutze den Voodoo-Altar. Gib ihr dort Augen und Zähne, die du von Tieren bekommst. Und gib ihr einen Stein aus Jade für den Geist. Das Wichtigste ist etwas vom Körper des Ziels. Ein Tropfen Blut oder ein Haar. Es muss nicht viel sein. Und das ist alles? Chi, das ist alles. Okay, cool. Ach so. Zähne, Auge, Voodoo-Puppe. Okay. Wo kriege ich das jetzt her? Lass uns handeln. Nee, warte mal. Ich habe den Segen der Ahnen. Die Ahnen haben entschieden. Die Shaganumbi werden dich unser Voodoo lehren. Hikoko und ich werden dich unterrichten, wenn du willst. Zeig mir deine Voodoo-Kunst. Na gut, ich hab nicht so viel Gold. Schade. Jetzt muss ich allerdings... Lass uns handeln. So, warte mal, ich brauche eine Voodoo. Was mache ich denn? Lass uns handeln. Ich brauche eine Voodoo. Ich brauche nur eine. So, ich brauche ein Auge. Und Zähne. So. Kriege ich jetzt, kriege ich jetzt die Voodoo-Puppe? Oder kann ich die jetzt herstellen? Cool. Habe ich eine Puppe erhalten. Ich habe jetzt die Puppe für Jim. Gut, dann geh jetzt rüber zu ihm. Stelle dich einfach vor ihn und benutze sie. Cool. Geile Scheiße, jetzt werde ich zu einem... Jetzt werde ich zu einem Voodoo-Piraten, das feiere ich jetzt gerade total. So, aber ich werde in der nächsten Folge erstmal damit weitermachen. Ich werde hier schon mal, warte mal, jetzt setze ich mal auf 1. So. Ich bin da gespannt. So, ich werde jetzt aber die Folge erstmal beenden. In der nächsten Folge geht es weiter. Da werde ich, dann mit Jim zum Tempel latschen. Und ich bin mal gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das sehen werdet. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.